Hagebuttenblut von Lisa Bengtsdotter. Das ist ein Thriller. Die Autorin kommt aus Schweden. Und das Cover und der Titel haben mich erstmal wirklich angesprochen. Und ich dachte mir, hey, warum mal nicht wieder einen Thriller lesen? Ja, es soll hier um Stockholms beste Ermittlerin gehen und um einen Fall, der sie persönlich sehr betrifft. Hagebuttenblut ist das zweite Band von der Charlie-Lager-Reihe. Der erste Band ist Löwenzahnkind. Den habe ich nicht gelesen. Ich wusste nicht, dass es einen ersten Band gibt. Aber das ist auch gar nicht schlimm, weil das Buch in sich die Geschichte geschlossen ist. Ja, Charlie ist eigentlich in einem Fall gestolpert. Und zwar geht es um das Verschwinden von einer Francesca. Das Verschwinden liegt ungefähr 30 Jahre zurück. Und sie möchte aufklären, wo das Mädchen denn geblieben ist, was mit ihr passiert ist. Ist sie tot? Lebt sie noch? Wo ist sie? Ich habe das Buch gelesen. Das ist übrigens die Lina Bengtsdotter. Und ja, wie ich es gefunden habe, um was es genau geht, das ist übrigens das erste Band, sehe ich gerade, habe ich noch gerade eben erst entdeckt. Könnt ihr in meinem Blog nachlesen, auf pandana.de. Da gibt es nicht nur einen Buchblog für Kinder, sondern auch für Erwachsene. Und dieses Buch hier möchte ich auch verlosen. Und zwar wird ausgelost, sobald mein Account Pandana Kids auf Instagram 2000 Follower hat, was hoffentlich nicht mehr so lange dauern wird. Dann hoffe ich doch, bald einen glücklichen Gewinner losen zu dürfen.